Ist ja überhaupt nicht neu. Nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag gestorben. Jürgen Heitsch war seine gesamte Karriere über nur für den FC Hansa aktiv und stand auch etliche Male für die DDR-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Der größte sportliche Erfolg war ohne Zweifel der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio. Nach mehr als 200 Pflichtspieleinsätzen beendete Heitsch seine aktive Laufbahn, blieb dem FC Hansa aber als Trainer erhalten, zuletzt in der Saison 1993-94 als Cheftrainer. Zudem war er jahrelang mit gutem Auge im Nachwuchsbereich für Hansa unterwegs. Jürgen Heitsch gehörte dank seiner großen Verdienste zur Ehrengarde des FC Hansa und war bis zuletzt bei fast allen Heimspielen im Ostseestadion. Seine Verbundenheit, die Treue und Loyalität werden wir immer in ehrenvoller Erinnerung behalten. Danke, Dackel, dass du immer für den FC Hansa Rostock da warst. Thank you.
Problem. Du darfst nicht erst nach Wasser kommen. Torschütze mit der Nummer 9, Stefan Schimmer, der Spielstand 0:1. Thank you.
90 Tagen 24.200 Zuschauer im Ostseestadion. Das war der Schlusspfiff im Ostseestadion. Das Endergebnis: der FC Hansa Rostock unterliegt dem ersten FC Heidenheim mit 0:1. Und die Partie Paderborn gegen Karlsruhe endete 5:0. So, dann drücken wir unsere Mannschaft die Daumen, dass es dann nächste Woche mit dem ersten Saisonsieg klappt. Es geht zum Nordderby, zum Hamburger SV am Sonntag, 24.07. Doch, eine geht ab.